Hallo. Ich bin heute an mein Haus gewesen gefahren mit der Spinnroute und auch mit der Stellroute. Da sagt es. Eine habe ich ausgelegt auf Wörs. Da drüben habe ich noch eine ausgelegt auf Kapfen. Und nebenbei werde ich ein bisschen mit der Spinnroute auf Hecht probieren. Schauen wir, was wird. Wir werden sehen. Euch einmal, alle, die das Video jetzt sehen, ein schönes Wochenende. Und natürlich wünsche ich euch die dicksten Fische. Eine richtig geile Route, super Aktion. Mit der habe ich letztes Jahr übrigens den Hecht gefangen, den was ich in einem anderen Beitrag von mir gesehen habt. Also Drillspaß pur und genug Kraft im Blankner. Also es wäre ohne weiteres noch eine größere gegangen. Eine günstige Route, aber in meinen Augen eine super Route, taugt mir voll. Mit einer 4000er Shimano rollen. Ja, taugt mir. Wie gesagt, ich verwende eben so viel Geld in die Art da mit dem Hocken von auf dem Gewand vom der Shed Hocken. Also mega geil, wenn er da von hinten kommt und den nimmt. Könnt ihr euch denken, der was sitzt. Der sitzt, der Geld zieht halt schön langsam seine Kurven, je nachdem wie schnell man einzieht. Der macht auch dementsprechend gerade auch unter Wasser. Ich muss jetzt ein bisschen probieren, was die Hechte da mehr taugt. Das Wölster sind weiß ich. Ich habe in dem Staubereich da schon einen Wölst gefangen. Ein Wurm auch. Aber natürlich, das war ein bisschen wärmere Jahreszeit. Und dadurch, dass ich nur 3-4 Stunden Zeit habe, macht es das Ganze natürlich nicht einfach. Aber ja, nur der Versuch macht klug. Und nur Schnüre, die im Wasser sind, können Fisch fangen. Deswegen, Ruten ist drin. Und ich werde jetzt gleich mal weiterwerfen, schauen, ob vielleicht noch ein Hecht oder ein Zander vielleicht noch einsteigt. Werden wir sehen.